Herzlich willkommen zurück im Omi-Haus. Mein Name ist Uwe Hellenbrand und ich möchte dir heute mal zeigen, wie es so weitergeht im Omi-Haus. Wir haben Frühling, kommen jetzt gleich auch noch ein paar Bilder. Sieht nicht unbedingt frühlingshaft aus, aber was soll man machen? Ne? Wir müssen ja weiterkommen. Ich habe verschiedene Projekte, die ich mal sagen möchte. Und als Wichtigstes möchte ich einfach mal kundtun, was man machen muss. Man muss nämlich Mann selbst sein. Ich bemühe mich ständig verzweifelt, kaum läuft aber die Kamera. Fängt man an und nuschelt darum, weiß gar nicht mehr genau, was man sagen soll. Genau das ist das Problem. Sei du. Be you. Und dazu habe ich ein schönes Bild gemacht. Ich zeige euch das auch mal, wie ich das male. Nach meiner Erfahrung ist es eigentlich das Wichtigste. Sei du selbst, mach wie du willst. Das ist das, was die Kunst ausmacht. Heute im Besonderen möchte ich mal zeigen, wie ich eigentlich angefangen habe, tatsächlich Kunst auch vernünftig zu machen. Jeder Künstler würde wahrscheinlich oder jeder studierte Künstler würde wahrscheinlich sagen, ach du Gott, wie furchtbar ist das denn? Aber wir haben hier einen Plan, der heißt, ich nenne den AOI oder AOI. Das bedeutet Art on IKEA. Art on IKEA meint, du machst einfach kleine Kunstwerke auf Gegenstände, die du bei IKEA gekauft hast. Als Beispiel haben wir hier so einen kleinen Apfel. Den habe ich einfach mit Doodle Art bemalt. So, rundherum. Doodle Art macht froh und glücklich. Und schon hast du ein kleines Kunstwerk. Ein Apfel auf einem IKEA-Teil. Das kann man mit jedem Teil machen, nicht nur mit weißen Teilen. Wie diese hier. Eine Wasserkanne, IKEA. Ja, die Kunstaktion Venus vom Rhein, darauf abgebildet. Geh ganz einfach her mit einem schwarzen Filzstift, doodle das voll. Dann lackiere ich das und schon kann man das benutzen. Und es ist ein schönes Kunstobjekt. Das kann man natürlich auch mit Bildern machen. Ich habe dir das eben schon mal gezeigt. Ein Doppelpack derzeit bei IKEA zu kaufen. Auf der einen Seite Be You. Auf der anderen Seite eine hübsche junge Dame. Die zeige ich euch jetzt mal, wie ich die zu einem Kunstwerk gemacht habe.
So, siehst du das Bild, zeige ich euch jetzt mal, was ich da gemalt habe. Kann ich euch jetzt mal fertig zeigen in Nähe. So, das haben wir hier. Das heißt, das Ziel, junger, schöner, reicher Mann. Und da kann man nur sagen, Treffer. Und abgebildet das Pärchen dann da. Das ist nach einer Zeichnung von Zille und Art on Ikea und der alte Meister Zille, alle zusammen. Das ist das, was das ausmacht. Tja, so ist es bei der Interessengemeinschaft unabhängiger Malerei. Kurz genannt Umi. Ich bin ein Umi, Künstler, ein Umi, Artist. Ich mache Umi Art und das gibt es demnächst auch in dem Umi Museum, dem Umi Haus in Aschmannshausen zu sehen. Wir machen noch ein paar Eindrücke vom diesjährigen fröhlichen Frühling und das. Na gut, nächste Woche wird die Sonne wieder da sein und hier scheint immer die Sonne. Hier noch ein paar aufmunternde Bilder. Viel Spaß euch noch und wir sehen uns.